Hallo, neue Drohne, neues Video. Endlich ist sie da, nach langem Warten und natürlich sofort bestellt, bezahlt, ausgepackt und aktiviert. Ich fliege ja schon seit 2 Jahren die R2S und war bzw. bin immer noch mehr als nur zufrieden damit. Aber es wurde halt Zeit für ein neues Arbeiterwerkzeug im Futterrucksack. Ich will euch jetzt gar nicht groß das Unboxing zeigen und so. YouTube ist bis zum Abwinken voll damit. Auch will ich euch jetzt nicht erzählen, wie gut sie ist. Es ist DJI und somit stellt sich die Qualitätsfrage eigentlich überhaupt nicht. Also zumindest für mich nicht. Mir geht es mehr um die Unterschiede zur R2S, die Kameraqualität mit Beispielen unterlegt, wie immer, und wieso dieser Kauf jetzt mal ganz abgesehen vom, ja, ich nenne es mal unbedingt haben wollen. Die R3S ist vom Gewicht her 150 Gramm schwerer, aber was natürlich auch der neuen Kamera und dem größeren Akku geschuldet ist. Ich zeige euch mal hier, das ist der Akku der neue von der R3S und das ist der Akku von der R2S. Ich mache den mal so hier oben, dann sieht man auch noch viel besser den Unterschied, als er ist schon bedeutend größer. Und ich weiß immer schon bei Zielankunft, was ich filmen möchte, in meinen Griechenland-Videos zum Beispiel. Deshalb reicht mir immer ein Akku voll und ganz aus und habe jetzt ungefähr 15 Minuten mehr Flugzeit bekommen und das macht schon einen sehr großen Unterschied aus. Von den Abmessungen fällt sie auch ganz leicht etwas größer und klobiger aus. Man muss halt auch bedenken, dass da jetzt unter anderem zwei Sensoren werkeln und noch mehr Technik verbaut ist. Ich zeige euch das hier auch mal kurz. Und zwar hier die 3 und hier die 2. Und wenn ich die jetzt so dran halte, da sieht man schon den Unterschied. Die 3 ist ungefähr so 2 cm, 3 cm länger als die 2. Und auch in der Höhe, wenn ich die jetzt so hinstelle, sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Die R3 ist auch ungefähr so 1 cm, 1,5 cm. Hier vorne ist sie auch höher. Und trotzdem ist sie immer noch perfekt als Travelocopter. In der Sink- und Steiggeschwindigkeit liegen sie beide auch voll gleich auf. Außer bei der Schnelligkeit, da ist die R3S 2 Meter schneller in der Sekunde. Ich pflege ja auch mein inneres Kind sehr gewissenhaft und bresche auch natürlich mal gerne im Sportmodus rum. Da machen beide Kopter nach wie vor richtig Lust und die 2 Meter mehr in der Sekunde an Schnelligkeit merkt man ohnehin nicht. Am Mount Everest kann man mit beiden Kopter immer noch nicht fliegen, obwohl man nun eine um 1000 Meter höhere Starterlaubnis hat, von 5000 auf 6000 Höhenmeter. Die Flugzeit wird ja mit 45 Minuten angegeben und die Schwebezeit soll bei 41 Minuten jetzt liegen. Aber diese Angaben sollte man natürlich immer unter Vorbehalt ja, für voll nehmen. Das sind Angaben, die bei Windstille getestet wurden, mit einigen deaktivierten Futures und so. Das gilt auch allgemein für die generelle Flugzeitenangaben. Wenn man von diesen ganzen Angaben 5 Minuten abzieht, kommt man ungefähr an die reale Laufzeit ran. Die Flugdistanz liegt jetzt bei 32 Kilometer von 18,5 und natürlich wird da nur der Hinweg gerechnet. Also wird einfach immer nur geradeaus geflogen. Rückweg ist da nicht mitgerechnet. Also Rückweg gibt es gar nicht. Die Funkübertragung im EU-Bereich, also der CE-Mode, geht angeblich bis 10 Kilometer, erlaubt es aber nur das auf Sicht fliegen, wie wir ja alle wissen. FCC-Mode ist ja die amerikanische Frequenzbezeichnung für das Hoheitsgebiet auf der anderen Teichseite in den USA. DJI gibt uns da meistens aber die FCC-Mode-Angaben, alleine schon aus marketechnischen Gründen, weil es sich halt alles irgendwie besser, höher, schneller und weiter, das hört sich halt alles da ein bisschen besser dann an. Die Übertragung selbst mit starken Interferenzen ist jetzt generell stabiler in der Stadt
und geht bis 1,5 Kilometer. Als Beispiel, weiter als 400 bis 600 Meter komme ich auch mit der R3S, also nicht hier in der Stadt. Ich sage auch gleich, warum das so abweicht. Also da nimmt sich die R2S und die R3S, die nehmen sich beide da nichts und die 400 bis 600 Meter, da war ich noch sehr großzügig. In der ländlichen Gegend sind es noch bis 4 Kilometer ungefähr und etwas weiter und an den ganz entlegenen Stellen hat man Verbindung bis 10 Kilometer und darüber hinaus. Da hat sie sich auch sehr gesteigert gegenüber der R2S in der Theorie, soweit so gut. Und jetzt kommen wir zum großen Aber. Nur im FCC-Modus. Diese Angaben wurden nämlich wieder gemessen im FCC-Modus. Wir im CE-Modus, also hier in der EU, in Europa, nehmen wir mal alle diese Angaben und ziehen davon 20-40% ab. Ganz grob geschätzt und sehr großzügig jetzt mal ausgedrückt. Und so kommen wir ungefähr an die tatsächliche Daten auch hier bei uns etwas näher dran, also die Verbindungsdaten. Gerade was die Stadt und etwas dichtere besiedelte Gegenden angeht. Und gleichzeitig lernen wir jetzt hier heute auch, die DJI-Angaben auf ihrer Homepage generell zu Koptern richtig zu lesen, zu deuten und auch zu verstehen. Deshalb sagte ich eben bei mir in der Stadt 400 bis 600 Meter, obwohl 1,5 Kilometer angegeben sind. Was interessant ist, dass die Betriebstemperatur bis minus 10 Grad jetzt geht. Bei der R2S waren es ja 0 Grad. Das bedeutet für mich persönlich und für alle Alpinisten unter euch, dass ich im Frühjahr, wenn es wieder auf den Olymp hochgeht oder bei euch auf die Alpen, der Kopter kann endlich mit. GPS und Schwebegenauigkeit sind beide gleich. Die R2S lag ja schon wie angenagelt in der Luft, was an der 3S auch nicht anders ist. Also, oder generell, da ist auf DJI, auf die Kopter, da ist einfach Verlass. Was sehr positiv auffällt, ist, dass die R3S generell noch etwas leiser ist, als die R2S ohnehin schon war. Gerade bei Nachtflug oder etwas heikleren Stellen zum Fliegen ist das ein sehr großer Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Ich habe jetzt hier auch den Propeller von der 2S und das ist der Propeller von der 3S. Also er ist ungefähr so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter länger und er ist auch leicht breiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sie generell etwas leiser ist dann wie die R2. Also ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Aber falls es jemand von euch weiß, darf er das gerne unten in den Kommentaren uns mitteilen. Bei der 2S hatte man ja schon 8 GB, aber real waren das 7,2 GB intern Speicher. Und die 3S gibt einen jetzt 42 GB internen Speicher. Das ist sehr gut und mit einer 128 GB MicroSD-Karte zusätzlich kommt man eigentlich jetzt bequem durch den ganzen Drehtag. Was auch für mich ein großer Grund war zum Upgraden, ist die Möglichkeit, dass man wieder endlich Wegpunkte setzen kann. Man programmiert einfach vorher alles ein, Flugroute, Kamerarichtung etc. Und der Kopter fliegt dann alles von alleine ab. Das hatte ich sehr bei der R2S vermisst. Und man hat auch wieder Unterstützung vom AirSense-System, was ja auch die 2S hatte, dass einem Flugzeuge, die in der Nähe sind, angezeigt werden und man wird auch gewarnt. Dann der Kamerasensor. Jetzt gibt es zwei. Einmal den Weitwinkel mit dem 1 Zoll Sensor und von Blende 2,8 von der 2S sind wir jetzt bei Blende 1,8 mit 50 Megapixel. Wobei gerade beim Film, ja, da braucht man ja eigentlich nicht so eine hohe Megapixelanzahl. Das ist natürlich mehr für Fotos und so gedacht.
Aber 1 Zoll und f1,8, das macht sie jetzt gerade bei Abend- und Nachtaufnahmen noch effizienter. Und die R2S, die war ja schon in ihren Möglichkeiten, in ihren Rahmen, da war die ja schon wirklich sehr gut. Und die Pocket 3 hat uns ja schon mal gezeigt, wie gut der neue überarbeitete 1 Zoll Sensor arbeitet von DJI. Gerade was auch das Lowlight-Verhalten angeht. Die Aufnahmen sind wie gewohnt sehr gut. Es ist alles scharf, klar, detailreich und vor allem auch scharf bis hin zu den Rändern. Und das alles ganz ohne Verzerrung. Auch in etwas dunkleren Stellen ist es noch sehr detailreich alles zu erkennen. Nur bei der 3S gibt es jetzt 2 mm weniger in der Brennweite und wir wären dann bei 24 mm und das Sichtfeld ist etwas weniger, von 88 Grad geht es runter auf 84 Grad. Aber das ist gerade bei einem Kopter, das ist nichts, nichts Weltbewegendes. Jetzt haben wir noch eine extra Telekamera, die 70 mm entspricht, mit einer Blende von f2,8 und dem 1 zu 1,3 Zoll 48 Megapixel Sensor mit einem Sichtfeld von auch noch 36 Grad. Auch dieser Sensor ist hervorragend, denn auch da haben wir ja schon eine sehr gute Referenz des Sensors zum Vergleichen aus der Osmo Action 5 Pro, welcher auch komplett überzeugt hat auf ganzer Linie. Man kann schon sagen, dass DJI gerade was die Sensoren und Pixeldichte angeht, da haben die schon sehr aufgeholt und was der Shutter macht im Zusammenspiel mit dem ISO und dem daraus resultierenden Rauschverhalten, ja, die werden da einfach immer besser. Das muss man schon anerkennen und was dann zwangsläufig natürlich dann auch immer mehr Spaß macht, damit zu arbeiten. Egal, ob es eine Drohne oder auch eine Actionkamera zum Beispiel ist. Übrigens, die Weit- und Telekamera kann man an der rechten Seite am Bildschirm immer schnell umstellen. Und durch die Wegpunktefunktion kann man jetzt exakt das gleiche abfliegen mit jeweils einer anderen eingestellten Kamera zum Beispiel. Beim ISO geht es jetzt bis 12.800 von 3.200 beim Vorgänger, wer es denn braucht. HLG oder auch D-Log-M ist die ISO-Grenze nach oben naturgemäß natürlich ein bisschen weniger. Bei den Fotoaufnahmen ist das ISO von 3.200 bei 12 Megapixel-Bilder jetzt das Doppelte bis ISO 6.400 und bei 48 bzw. 50 Megapixel-Bilder sind es noch ISO bis 3200. Die Auflösung liegt in der Weitwinkelkamera bei 8192 x 6144 und im Tele sind es 8064 x 6048. Es ist auch da wieder JPEG oder DNG, also RAW, verfügbar. Was heraussticht, ist die freie Panoramafunktion an dem Kopter, welche für mich eher an der Telekamera interessant sein wird, denn da kommt es ohne Bildverzerrung raus. Bei der Weitwinkel, da wird es leicht ein bisschen runder an den Seiten und unten am Bild. Man kann jetzt durch diese Funktion ein Motiv frei auswählen. Und der Kopter macht verschiedene Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln des Motivs und ersetzt automatisch die einzelnen Bilder als ein Ganzes dann zusammen. Er speichert aber jedes Bild auch noch zusätzlich einzeln ab, wer das denn möchte oder wer es halt noch braucht. Das wird gerade für die Vlogger im Traveler-Bereich hochinteressant sein. Im Videoformat hat man noch beide Codecs, MP4, klar, H265 und H264, den man wählen kann bei 2,7K oder HD-Aufnahmen. Die Weitwinkel und Telekamera sind beide Codecs gleich zur Auswahl. Aber Achtung, bei 4K kann man nur im H265 Codec filmen und bis 120 FPS, wobei die 120 FPS dann die Zeitlupe wäre. Übrigens bei HD-Aufnahmen kann man bis zu 240 FPS jetzt auch filmen.
Und das noch zu vervollständigen, die Bitrate geht bis zu 130 Megabits. Die Zeitlupe in HD hat mich absolut nicht überzeugt. Zeitlupe in 4K, das ist das komplette Gegenteil, das ist fast perfekt. Selbst hier unten am Rand, die Palme, da sieht man sogar noch die ganzen Blätter. Und am Metallzaun sieht man noch das Muster. Es ist bis zum Rand hin alles detailreich, sauber, klar und entzerrt. Da macht Zeitlupe richtig Spaß anzuschauen und auch zu produzieren. Und hier der Vollständigkeit halber auch nochmal die gleiche Position des Kopters mit der Weitwinkelkamera in Zeitlupe. Auch da, es passt einfach alles. Beim Farbprofil hat man jetzt 10 Bit im D-Log-M Normal- und HLG-Modus im H265 Codec und es gibt bis zu 14 verschiedene Blendstufen noch dazu. Gerade was den D-Log-M-Modus angeht, ist es durch die 10-Bit-Aufnahme natürlich bei Weitem einfacher und effizienter, das Nachkolorieren. Und man bekommt bessere Endergebnisse hin in der Summe dann am Ende. Auch da gibt es keinen Unterschied, ob man die Weitwinkel oder Tele benutzt. Der Zoom ist natürlich digital und geht beim Weitwinkel bis 2,9-fach und bei der Tele bis 9-fach. Und jetzt mit der R3S hat man auch endlich seitlich eine Hinderniserkennung. Es hat lange genug gedauert, lange gehofft, dass es kommt und es ist tatsächlich da. Sie schaut nun in alle Richtungen, was sie jetzt bei Weiden noch viel sicherer macht in der Tracking-Funktion, welche ich auch sehr viel benutze, gerade wenn ich mit dem Auto oder Boot unterwegs bin. Es hat sich auch das Sichtfeld von vertikal 58 Grad auf 72 Grad vergrößert und der Messbereich der Sensoren liegt bei bis zu 18 Meter und die Erkennung, die geht schon bei 200 Meter los. Was sie, wie gesagt, sehr viel sicherer jetzt macht und das war für mich halt auch ein sehr großer Gamechanger, dass man jetzt einfach safe ist nach allen Richtungen. Sie merkt sich sogar die Umgebung jetzt und die Flugrouten. Das heißt im Klartext, dass sie selbst ohne GPS nach Hause findet. Ich, der gerne auch mal vom Balkon oder meiner Terrasse oder von meinem Wohnzimmer aus starte oder auch oben auf dem Dach, mit Sicherheit sind da auch ganz viele von euch auch so unterwegs, ist es natürlich Gold wert, gerade hier in der Stadt, weil man oft einfach mal auch keine Satellitenverbindung bekommt. Vor allem, wenn man von seinem Wohnzimmer aus startet und dann auf den Balkon rausfliegt. Und jetzt trotzdem merkt sich der Kopter jetzt, von wo er genau gestartet ist. Und er findet dann auch safe wieder bis ins Wohnzimmer rein seinen Weg. Alles in allem ein gutes, lohnendes Upgrade, gerade was die Kamera angeht, besser gesagt Kameras, die auch noch mit 10-Bit bei allen Farbprofilen in 4K aufnehmen, die neue Panoramafunktion, die ohnehin für mich zumindest ein kleines Highlight ist und die einem jetzt ermöglicht, noch mehr tolle Bilder und größere Motive einzufangen und das mit einer kleineren, kompakteren Datenmenge. Die Return-Home-Funktion nicht nur bei Nacht mit den verbesserten Rundumsensoren in alle Richtungen. Es macht sie einfach bedeutend sicherer jetzt, auch wenn sie ein paar Kilometer weit weg vom Startpunkt sich gerade befindet. Dann hat man noch die 42 GB internen Speicher und noch die 15, ja, beziehungsweise ich sag mal die 10 Minuten mehr Flugzeit. Das waren für mich so die Gründe für das Upgrade. Alles in allem wieder mal ein rundum Zufriedenheitspaket von DJI, wie man es von DJI auch gewohnt ist. Für alle, die viel unterwegs sind, im Urlaub, sie sehr gut zum Vloggen oder auch die sehr ambitionierten Filmer und Piloten, wird die mit Sicherheit auch ansprechen und ihr werdet damit zufrieden sein. Es ist wieder auch, wie auch damals die
die R2S, ein sehr gutes Mittelmaß zwischen der Hobbyfraktion und den professionellen Filmemacher. Und das nicht nur im technischen Bereich, sondern, was genauso wichtig ist, auch im Geldbeutel. Ich bedanke mich wieder für das Zuschauen und dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und vor allem bleibt gesund. Liebe Grüße, euer Costa. Tschüss.